So, weiter geht's mit dem Überlebenskomitee der Terraner, das nach einer explodierenden Erde versucht, im Weltraum seinen Frieden zu finden. Und und die, gegen die Hifner einen Krieg angefangen hat, weil der Nachbar das so wollte. Die, welche war das? Yalon Order. Die wollten gerne mit den Hifner Krieg führen. Es scheint nicht so gut zu laufen hier gerade bei den Yalons, weil ich sehe hier jede Menge Hifner-Enklaven in dem Gebiet. Das heißt, da finden Kampfhandlungen noch statt. Mit den M'Tok wird sich offenbar auch gekappelt. Das sind alles Leute, die ich mag, glaube ich. Ja, nur die Hifner sind quasi der, wie sagt man, der entzündete Fußnagel der Galaxie, der entfernt werden muss. Ich habe hier diese Systeme geclaimed, weil die waren die ganze Zeit schon keine guten Nachbarn. Hier haben sie ihre ersten bewohnten Systeme und dieses Gebiet hätte ich gerne als Bufferzone. Darum habe ich dem Yalon Order zugestimmt, diesen Krieg anzufangen. Was dann passiert ist, nachdem ich dieses ganze Gebiet hier besetzt hatte, sind die Hifner aus den Vereinten Nationen der Galaxie quasi ausgetreten und meine ganzen Schiffe mussten flüchten. Und dann haben die Vereinten Nationen den Hifner den Krieg erklärt, weil die Hifner eine große Bedrohung sind für die Galaxie. Das ist bisher passiert. Ja, und nun versuchen wir, während unsere Schiffe im Transit noch verloren sind, unsere drei großen Flotten, haben wir behelfsmäßig eine vierte Flotte zusammengeklöppelt aus Einzelteilen, die wir noch rumliegen hatten. Und jetzt versuchen wir damit, das Gebiet, was wir einmal schon erobert hatten, wiederzuholen. Und ja, mal gucken, wie das so läuft. Wir bekommen dabei Unterstützung von diesen Flotten hier, von den M'Tok, die hier oben unterwegs sind. Warum auch immer, die sollten sich lieber um ihr Gebiet kümmern, weil die M'Tok, wer sind die M'Tok? Die sind hier unten. Okay, also die kommen hier hoch und wollen dann da... Naja, gut, das ist auch vielleicht eine Taktik. Ein sogenannter Zwei-Fronten-Krieg, wie man so sagt. Okay, dann gucken wir mal, ob wir diese kleine Flotte hier, die keinen Anführer hat, ausschalten können mit unserer. Also unsere Sternenbasis. Da kommen unsere Schiffe sehr gut. So, dann wollen wir hier mal das System uns wiederholen. Das wäre mir ganz wichtig. Und nächst Yalon-Flüchtlinge treffen ein auf Alaska. Sie sind hier willkommen, alle Flüchtlinge willkommen. Super willkommen, alle Flüchtlinge. So, ihr sollt euch alle in eine Flotte verbinden. Und nächstes Jahr kommen auch die drei Flotten wieder. Ah. Ja, das ist kein sehr wichtiges System, aber hier gibt es archäologische Ruinen, die ich zwar schon ausgegraben habe, aber ist ja schade drum. Darum holen wir uns das System mal wieder. Tianqi Heimatsystem gesäubert. Die letzten Tianqi im Tiana-Weg-System wurden durch das, die Tianqi, das sind diese Weltraumwale, wurden durch das Hisma-State ausgerottet. Jetzt, wo ihre alten Brutstätten beseitigt wurden, werden sich die Tianqi zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte nicht mehr vermehren können. Ihr Aussterben ist nun unvermeidbar. Bedauerlich. Entschuldigung. Also es war nicht die Hifma, so, das war die Hisma da oben. Discovered. Das sind andere, die sind aber auch scheiße. Okay, neue Technologie, gucken wir mal. Bam, badam, Schaden kinetisch, warum nicht? Okay. Aha, die wollen sich da auch... Was? Quatsch. Hier. So, dann könnt ihr mal hier hin. Ich die Systeme wiederholen hier. Anpassungsfähige Wirtschaftsrichtlinien. Ach so, jetzt kann ich
auch Unity herstellen mit meinem Handelsgedönsdings. Okay, und ich kann wieder ein paar neue Schiffe bauen, scheint mir. Weil ich wieder ein bisschen. Oh, da ist keine Schiffswerft. Hier ist noch eine. Was baut die? Die baut noch ein paar Korvetten. Okay. Bauen wir mal ein paar Schlachtschiffe noch. Für Flotte Nummer 5. Und wie gesagt, das hier müssten wir alles noch erobern. Mittlerweile. 7000. Yarlon Order möchte einen Wirtschaftspakt. Die Yarlon Order haben mir sehr geholfen, als ich hier, als mein Krieg unterbrochen wurde von den Vereinten Nationen. Also stimme ich dir mal zu. Oh meine Güte, so viele Flüchtlinge. Müssen wir mal ein paar neue Jobs hier machen. Und hier auch. Oh, auf Alaska können wir keine neuen Jobs machen. Aber da brauchen wir vielleicht keine Roboterfabriken mehr, wenn da eh zu viele Leute sind. Warum? Achso, der führt da gerade Krieg. Gut, und das ist wieder mein System. Sehr schön. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Incoming Transmission. Und ein Forschungsabkommen. Ja, meinetwegen. Wir haben im Rigin-System ein extrem mächtiges Subraumwesen angetroffen. Es scheint sich nicht feindlich gesinnt zu sein und ist sich vielleicht nicht einmal unserer konventionellen Raumschiffe bewusst. Doch seine bloße Anwesenheit im Rigin-System verursacht massive Subraumstörungen. Diese Störungen sind um das Wesen herum selbst konzentriert und sollten verschwinden, sobald es das System verlässt. Das Wesen reagiert auf unsere Kommunikationsversicherung nicht, sendet aber kontinuierlich ein komplexes Muster an Tachyon-Impulsen aus, was eine Form von Sprache zu sein scheint. Wenn unsere Übersetzungssoftware korrekt ist, sagt es immer wieder, Vlur sucht, Vlur findet. Ich glaube, Tachyon als theoretische Teilchen sind leider schon widerlegt. Also ist das hier eindeutig nur im Bereich der Science Fiction. So. Wow, habe ich tatsächlich alles fertig gemacht hier. Das ist doch super. Mit der 10.000er Flotte. Cool. Das ist jetzt auch unser System, ja. Das ist schwer zu erkennen manchmal. So. Noch mehr Flüchtlinge. Alle willkommen. Technology discovered. Was ich demnächst mal machen muss, ist sie vielleicht dann alle wieder genetisch anzupassen. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Ah, sehr gut. Die sind jetzt auch da. Sehr schön. So. New technology discovered.
Also Mann, du kannst mal hier hin. Und du kannst mal hier hin. Neue Technologie. So, und du kannst mal die ganzen Spezialprodukte, Spezialprojekte hier. Vielleicht findet man da was an Technologie. So, hier haben wir eine 8000er. Das wird vielleicht alleine ein bisschen schwierig. Also. Achso, fährt er schon. Wachsende Arbeitslosigkeit auf Alaska. Ja, da können wir momentan leider nichts gegen machen. Ganz mal hier hin. Das ist echt, so viele Leute kommen hier an. Was machen die da? Machen die da ethnische Säuberung oder was passiert da? Oder fliehen die alle nur vor dem Krieg quasi? Ich meine, ich bin im selben Krieg. Ja, prima. Mal gucken, was mit dem System passiert. Kriegt die alle ich? Das ist echt großartig. So, okay, haben wir ein bisschen Forschung tatsächlich bekommen. Das ist doch schön. So. Okay, die wollen alle drei dahin, das ist gut. Kann man den noch? Nee, das ist wieder zu nah an den. New technology discovered. Neue Forschung. Debris scanned. Und ein bisschen mehr Debris. Wow, die krieg alle ich. Das ist ja großartig. Dann müssen wir vielleicht mal die Welten doch wegnehmen. Mars ist fertig. Okay, jetzt wo Mars fertig ist, können wir im Situationsprotokoll die Aliens, die wir gefunden haben, vielleicht in Körper verfrachten und die werden sich dann auf Mars ansiedeln, denke ich. So, und Richtlinien müssen wir jetzt. Künstliche Intelligenz, Bürgerrechte haben wir schon. Roboterarbeiter sind erlaubt. Das ist schon alles gut. Also ich habe die schon sehr gleichberechtigt, die Roboter. Obwohl die noch gar nicht richtig... Research Project concluded. Nach vielen Versuchen... hat es das Technikministerium endlich geschafft, die Neuralscans der ausgestorbenen Aliens in robotische Körper zu transferieren. Und zwar mit begeisternden Resultaten. Die uralten Aliens haben ihr volles Bewusstsein wiedererlangt und den Wunsch geäußert, sich in unserem Reich anzuschließen. Sie haben um Erlaubnis gebeten, sich auf einem neuen Planeten innerhalb unserer Grenzen niederlassen zu dürfen. Wir würden uns geehrt fühlen und das heißt, die gehen auf Mars, oder? Jo. Die sind auf Mars. Awoken.
So, ja, dann bauen die sich hier mal sowas und zwei Städte und Bergbau, keine Ahnung, was ihr möchtet. So. So. Da sind jetzt drei Flotten. New technology discovered. Hier ist noch eine. Neue Technologie, okay. Neue Aufstiegsvorteile. Okay, neue Forschung. Machen wir mal die Ressortwelt und dann gucken wir mal, was wir uns für einen Vorteil aussuchen hier. Werde zur Krise. Das haben vielleicht die Hisma gemacht. Weltenformer brauchen wir nicht. Kolossprojekt, da kriegt man dann die Sternenzerstörer bzw. die Arkologieprojekt haben wir schon eine. Wir brauchen die Weltraumwunder, galaktische Wunder hier unten, aber dazu brauchen wir mindestens eine Megastruktur. Das müssen wir uns dann aufheben, den letzten hier. Und was wir uns hier nehmen können, wäre entweder mehr monatliche Einigkeit, Verteidiger der Galaxie, nihilistische, da kann man Leute überfallen, oder hier Enigma-Ingenieur, dann hat man mehr Verschlüsselung und keiner kann uns Technologie klauen. Weiß ja nicht. Also das wollte ich immer schon mal ausprobieren, aber nicht in diesem Spielstand. Das geht irgendwie gegen die Rollenspielprinzipien hier. Mehr Erlasse. Verfügbare Gesandte, mehr Gesandte. Ich meine, da wir ja generell eigentlich keinen Krieg machen wollen, mehr Gesandte sind eigentlich eine gute Idee, oder? Oder was können wir hier noch machen? Verstanden, das können wir nicht, Das können wir. Wir können das, wir können Xenokontab. Ist ansatzweise Xenophil. Also das können wir erst machen, wenn wir Xenophilie quasi als unsere Staatsdoktrin haben. Dann können wir Xenokompatibilität. Dann können wir, dann können die Leute untereinander sich fortpflanzen, die wir im Reich haben. Aber also die Wunder brauchen wir auf jeden Fall und das gemeinsame Schicksal wäre vielleicht auch nicht schlecht. Nehmen wir das mal. So, das heißt, wir haben zwei mehr So, die Hisma und die Hifma mögen uns nicht. Und die sind uns alle unterlegen jetzt mittlerweile. Während die Flottenstärke. So, wer mag mich denn am wenigsten hier? Die Estragon Reavers, das sind. Mal gucken. Von denen, die uns mögen, wer mag uns da am meisten? Das Yalon Order, Jibru Dynasty, die mögen uns alle. Zelmi Divine Union, die mag uns nicht so gerne. Darum verbessern wir mal die Beziehung hier. Und einen schicken wir noch zu den Vereinten Nationen. Fertig. So. Gut. Sammy Divine Union. Da enthalte ich mich mal. Tianqi-Bekämpfung ist egal. Alles egal. Freibeuterei lehne ich ab, ja. So. Nun ist die Frage. Oh. Der Mars hat Teilblocker. Wie kommt das denn? Das ist ja interessant. Oh ja, und hier können wir auch noch. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen bald mehr von den Legierungsgießereien, aber die können wir dann auf dem Ökumenopolis bauen. Das ist ja extra dazu da. Es gibt ja hier Gießereien. Warte mal, wenn ich hier nicht umsiedeln kann, vielleicht kann ich hier ja. Kommt auf die Ökumenopolis. Bla-di-bla. Alle sind toll hier. Etagenbetten, Bevölkerungskontrollen einleiten,
Kriegsrecht, Luxusgüter verteilen, Anziehung von Immigration. Das ist gut. Oh, ihr kriegt Luxusgüter, wenn ihr da hingeht und einen scheiß Job macht. Okay. So, dann warten wir, bis alle Flotten beisammen sind. Und dann geht's ab. Hierhin und hoffentlich bleiben die Flotten alle intakt. Jupiter-Habitat, ja, habe ich auch schon was gebaut, gut. 15, 19 und nochmal eine 11er. Fehlt da nicht noch eine? Fehlt eine 18er, wo ist die hin? New technology discovered. Reichsausbreitung von Bewohnern minus 10%. Okay, warum nicht? Das klingt gut. Ja, Antares 3 wurde auch terraformiert. Das ist eine 20er sogar, wow. Mars ist ja nicht so gut, aber gut, dass die Awoken dann drauf sind. Die haben ja eher ein relativ statisches Bevölkerungswachstum. Was ist das hier? Achso, der hat sich das wiedergeholt. Was ist das? New technology discovered. Das ist so eine 800er Reichsausbeuter. Okay. Okay. Wenn hier gerade keine. Nein, wenn hier gerade keine Schiffe sind. New technology discovered. Dann nutzen wir das mal. Greifen hier. Oh, das funktioniert ja wunderbar. Ich hätte mir gar keine Sorgen machen brauchen hier. So, okay. Weißt du was? Dann nehmen wir nur eine Flotte. Und zwar die 5. Und nehmen mal eben diese beiden. Und mit dem Rest, also alle außer der 5, fliegen wir hier hin. Dann brauchen wir vielleicht auch bald wieder ein paar Transportschiffe auf. Hier haben wir welche stehen, aber hier haben wir keine. Hier haben wir natürlich überhaupt gar keine Leute. Wo haben wir denn Leute? Gehen wir hier zum Pazifiksystem. So. Im Pazifiksystem. Pazifik, wo bist du? Atlantis, war im Atlantik, Baltik, wo war das Pazifik? Hier. Hier gibt es zu wenig Wohnungen, okay. Da müssen wir uns auch mal bei Gelegenheit drum kümmern. Hier bauen wir mal eine lustige Zusammenwürfelung von Truppen und vielleicht ein paar Gensoldaten so zur Abrundung noch dazu. So. Es wird eine Weile dauern, aber dann können wir hier auch. No. Wow, das ging fix. Gut. Mal gucken, was hier passiert. Hier ist eine Welt zum Beispiel. Ja, 213 als Garnison drauf. Wir haben momentan noch eine Bodenarmee von 1000, das sollte eigentlich sogar reichen. Hm.
So, gucken wir mal hier, was Major Gehirnschnecke hier macht. Construction online. Construction online. Okay, jetzt wird das System ändert jetzt nicht, weil da noch ein Planet drin ist, den ich nicht habe. Dann nehmen wir die dritte Flotte und gehen hier hin. Und die zweite Flotte und gehen hier hin. So. Dann passiert da in der Zwischenzeit auch was. Drache gesichtet. Die RF Asimov hat das Netris-System betreten und beobachtet einen L-Drachen dabei, wie er einen Stern umrundet. Die Kreatur scheint verloren zu sein, hat aber die Anwesenheit unseres Schiffes bemerkt, auch wenn es sich nicht weiter nähert. Beinhaltet seine Route jetzt fast spielerische Sprünge und Schwünge, die scheinbar RF Asimov gewidmet sind. Vielleicht können wir mit ihm kommunizieren. Cool. Okay, die fliegen jetzt dahin, sehr gut. Oh je, okay. Seid ihr. Okay, dann gehst du mal dahin. Mal gucken, ist das im Situationsprotokoll mit dem ZEMT-Forschungsschiff mal zentrieren? Okay. Ach, der macht das schon. Okay. Debris scanned. Und nun? Okay. Dann gucken wir mal, ob wir den Drachen zähmen können hier. New technology discovered. Okay, warte mal, hier müssen wir dann auf jeden Fall super dringend die Verteidigung ein bisschen aufbessern. Du kannst mal da bleiben, das soll der alleine machen. Das kriegt ihr schon hin, oder? System charted. 14.000, 8.000, das kriegt ihr schon hin, ja. Herrje! Okay. Haben wir tatsächlich geschafft, aber hier sind wie gesagt auch wieder bewohnte Welten, die es zu Fuß zu erobern gilt. Mit unseren Starship Troopers quasi. Research project concluded.
Und ich habe einen Drachen gezähmt. Sehr gut. Coole Sache. Der hört jetzt auf mich. Aha. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder ein paar Forschungsprojekte, die wir erforschen können. Zap und zap. So, und du kannst erstmal hier auf dem Planeten landen. Aber das schauen wir uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal an, wenn es dann wieder heißt, Stellaris Flucht nach vorn. Wenn wir versuchen, also irgendwie dafür, dass die hier von den Vereinten Nationen quasi als galaktische Bedrohung eingestuft wurden, sind die eigentlich gar nicht so schlimm, also zumindest für mich nicht, aber ich bin ja quasi hier technologisch an allen anderen vorbeigezogen in diesem Spielstand. Vielleicht könnte ich den Schwierigkeitsgrad beim nächsten Mal ein wenig hochstellen. Das ist eine Idee. Naja, und jetzt sieht das so aus. Also wir haben immer noch die Hisma, die uns nicht so besonders gerne mögen. Obwohl momentan sind alle auf unserer Seite, weil wir die einzigen sind, die irgendwo Start machen gegen die Hifna, die mit ihren Sternzerstörern alle in Angst und Schrecken versetzen. Ja, und wie gesagt, können wir vielleicht beim nächsten Mal diesen Krieg zu Ende führen. Ich weiß gar nicht, wo haben die ihre Hauptstadt? Ist sie auf Hif? Oh meine Güte, was ist das? Was bauen die da? Das Grundgerüst, das den Stern umgibt, ist das Fundament für den Bau der Aetheropten-Maschine. Schließt den Bau dieser Megastruktur vollständig ab, um das Spiel zu gewinnen. Okay, also da müssen wir, glaube ich, dann das System relativ schnell erobern, damit wir hier nicht das Spiel verlieren. Weil wenn der fertig baut, dann gewinnt er das Spiel. Das war ja so auch nicht gedacht, ne? Aber es ist nur das Grundgerüst. Das wird noch eine Weile dauern, bis er damit fertig ist hier. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Like das Video, subscribe dem Kanal, bla bla bla. Alles, was man so macht. Bis denn.